Wie sich das gehört, habe ich natürlich auch keinen Wetterbericht vorher angehört. Das wäre ja langweilig, das kann ja jeder. Die wollten, die jetzt hier gerade an der Hornisgrinde eben kleben bleiben und von da hinten so mehr oder weniger kommen. Dafür sagt es natürlich für die Kamera. Das sieht alles nicht so aus, als ob das nennenswert abregnen würde. Was im Laufe der Nacht kommt, weiß ich natürlich nicht, weshalb ich auch schön brav mir was gegen den Regen installieren werde. Jo, mal gucken. Das hier wäre jetzt nun mein Lagerplatz. Hab ja noch nichts installiert, da liegt bloß mein Krempel mitten im Weg. Das ist so ein alter, nennt man das Bunker. War das ein Bunker wirklich? Keine Ahnung. Sieht so ein bisschen so aus, als wäre es eine bunkerartige Struktur. Wahrscheinlich wird sowas gewesen sein. Jedenfalls, da liegen auch noch genügend Steine rum. Und wenn man Steine auf diesen Mäuerchen platziert und darunter eine Baumarktplane legt, hat man ein wunderbares Dach, haut sich drunter, Problem gelöst. Also sehr simpler Aufbau und dadurch, dass das hier ein Trampelpfad ist, der wirklich schon ausgetrampelt ist, in dem Bereich da dieses, gehen wir mal hin, Bunkers, auch alles ausgetrampelt ist. Und das wirklich schon, seit ich hier hochkomme, und das tue ich schon, doch schon einige Jahre, das war ein Schlagloch. Ja, mache ich wirklich nichts kaputt, wenn ich hier meine Plane hinhaue und mich da drunter lege. Ich lege noch nicht mal irgendwelche seltenen Pflanzen ab, platt. Ist also wirklich zu vertreten. Trotzdem sollte man eben vorher die Erlaubnis dazu haben. Das kann ich nicht oft genug betonen, bevor das jetzt jeder macht. Ja, und diesen Ort findet ihr gegenüber von diesem Turm. Ist also wirklich nicht zu verfehlen. Hier dieser Stein da vorne. Kann auch noch als Orientierungshilfe dienen. Und am besagten Turm kommt man unweigerlich vorbei, wenn man den Westweg läuft. Das ist also ziemlich idiotensicher. Vielleicht auch noch mal als Orientierungshilfe hier noch mal dieses Türmchen. Das ist irgend so ein Wetterding. Obwohl, ich frage mich, warum da kein Schalenkranz-Anemometer oben dran ist. Na egal. Hier ist noch ein Windrad übrig. Das waren mal zwei oder drei. Und da hinten haben wir diesen Funkturm. Den habt ihr vielleicht eben schon kurz gesehen. Das ist irgendein Südwestfunkturm, vermutlich. Irgendwer hat mir mal erzählt, das wäre eigentlich nur Fernsehen und Radio und bringt für den Handyempfang nichts. Ich habe mal eben geguckt, habe trotzdem volle 5 Balken. Also nächtlichen, ausschweifenden Telefonaten, die durchaus geplant sind, steht nichts im Wege. Gut, jetzt gucken wir auch mal ein wenig mehr in Richtung Moor. Das hier ist nämlich quasi alles ein echtes 6000 Jahre altes Hochmoor, und zwar natürlichen Ursprungs, da hat der Mensch nichts mitgeholfen. Am besten kann man das sehen, wenn man sich auf den praktischen bentauglichen Turm stellt, und das mache ich jetzt, bevor das Licht weg ist. By the way, ich wollte schon so oft auf der verdammten Hornisgrinde mal was für euch filmen. Das Problem ist nur, dass dieses Teil verdammt nochmal scheiße überlaufen ist mit Touristen zu normalen Uhrzeiten. Nicht, wenn es Nacht wird und Otto Normalverbraucher sich nicht mehr in der Natur aufzuhalten traut. Dann wird es nämlich ruhig und dann ist der Ben unter sich. Wobei, hin und wieder fährt hier noch ein Radfahrer vorbei. Die haben halt den Vorteil, dass sie so schnell unten sind, dass sie sich um die Uhrzeit, 7:55, noch leisten können, hier oben rum zu dümpeln. Wanderer erwarte ich jetzt eigentlich keine mehr. Zwei waren noch hinter mir. Die wollten noch 6 Kilometer weiter. War ein Pärchen. Sie sah mir so aus, als ob sie nicht so begeistert wäre. War eine ganz lustige Szene. Die sind hier am Turm angekommen. Er, Treppe hoch, sie auf die Bank, hingeflatzt. Beschreib's mir einfach. Höchst lustige Szene. Lacher des Abends. Ja, doch, 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 doch. Ich hoffe sehr für sie, dass sie nicht weiß, wie weit das noch ist, weil ich habe mich eben ein kleines bisschen mit denen unterhalten und da hat er gemeint, oh, das ist ja auch nur noch ein Katzensprung. Das ist dann auf den nächsten Bergrücken nochmal hoch und ja, dann noch so 5 Kilometer. Ja, ganz wenig ist das auch nicht mehr, wenn man dann auch schon relativ K.O. ist. Ich glaube, die sind auch von Vorbach gekommen. Ganz ehrlich, ich würde das nicht mehr laufen wollen, zumal die kommen auch wahrscheinlich in die Dunkelheit. Die sind jetzt auch nicht mehr schnell. Von daher unangenehm. Andererseits, die sind dann in der Hütte und demzufolge, das ist ja nicht so dramatisch jetzt in Sachen Lageraufbau, aber auf den Turm. So, also ihr müsst wissen, nur weil ich mich hier so gerade eben noch hochtraue,
heißt das nicht, dass ich mich hier wohlfühle, ja? Also, hier steht in der Mitte, das kann ich jetzt gerade nicht filmen, ohne Angst zu kriegen. Hier steht in der Mitte so ein Teil, an das ich mich verzweifelt klammere, um hier einigermaßen den Rundumblick hinzukriegen. Der linke von diesen beiden Wegen, also das Ding, wo diese Tafel steht, der führt, beziehungsweise auch da hinten kann man es ja sehen, das Weiße in der Ferne, in dem braunen Gebiet. Das ist ein toller Bohlenweg, der durchs Moor führt. Wenn ich morgen früh Lust habe, laufe ich da noch ein paar Meter rein und filme euch noch ein bisschen. Ich glaube, heute Abend, das wird jetzt mir langsam ein kleines bisschen zu spät. Sonne ist doch schneller unten, als ich dachte. Habe ja noch ein bisschen was zu tun. Und ich werde aber heute Abend sonst nicht mehr viel filmen. Also Lageraufbau, den zeige ich euch noch und dann war es das. Aber dann gehe ich sofort nicht schlafen, aber telefonieren. Und das geht euch nichts an, was wir da besprechen. Muhahaha. So. Ja. Also wie gesagt, der Versuch des Rundumblicks, ohne hier oben Panik zu bekommen. Da hinten bin ich hergekommen. Ja. Und das wieder zurück mit dem schönen Himmel soll es dann auch gewesen sein. Ich gehe wieder runter, bevor ich hier den Koller kriege. So, ich widerspreche mir ein bisschen selber und bin jetzt doch noch ins Moor klatscht. Also, das ist schon, ich mag es gerne. Gibt hier zwischendrin immer noch so Baumreste. Die hat man jetzt unter anderem übrigens auch deswegen entfernt, damit sich das Moor auch ungestört weiterhin als Moor entwickeln kann. Es droht an manchen Stellen ein bisschen zu verlanden. Wobei solche Bauminseln hier, die machen natürlich den Charme des Ganzen auch durchaus aus. Jedenfalls findet ihr hier, wenn es jetzt gerade noch einigermaßen Wasser vorhanden ist, in solchen Dingern hier dann durchaus auch noch so ein bisschen tümpelartige Strukturen. Und dieses gesamte Gebiet ist durchaus mit Torf ausgestattet. Da hinten auch. Wie mächtig der ist, weiß ich nicht. Wir kommen gleich zu einer Stelle, wo man sich den noch ein kleines bisschen angucken kann. Das soll dann allerdings auch reichen. Es gibt hier übrigens auch einen schönen Lierpfad, zu dem diese Schilder hier gehören, wo man auch noch jede Menge Interessantes... Das ist ja lustig. Ich habe euch doch dauernd was von Pollenanalyse erzählt. Das hier ist jetzt so eine Grafik, welche Pollen wo, in welcher Zeit, wie viel da sind und so weiter und so fort. Also das ist so ein Beispiel für die Pollenanalyse. Hat man gerade hier im Hornisgrindemoor auch sehr intensiv betrieben. Wenn ihr es euch durchlesen wollt, drückt Pause. Ja, und hier geht es eben runter zum Torf. Da ist er. Das ist also das entsprechende Torfpaket. Das ist hier überall ungefähr so mächtig und kann man sich entsprechend vorstellen, wie das dann auch auf der normalen Fläche, quasi in der normalen Fläche aussieht. Wie gesagt, es gibt krassere Moore, die noch weniger Vegetation zeigen, als das hier im Fall der Hornisgrinde der Fall ist. Ja, und ein Moorsee gibt es hier auch nicht. Nichtsdestotrotz ist das Moor, soweit ich informiert bin, echt noch intakt. Soll heißen, das wächst. Es reichert sich hier also weiterhin Torf an. Und jo, jetzt mag man sich vielleicht fragen, also vielleicht tut ihr es auch nicht, aber ich frage es mich häufiger, wieso ist ein Moor, das darauf angewiesen ist, dass da immer eine Staunässe drin herrscht, dass es da immer nass drin ist, dieses Torfpaket, total wassergesättigt, damit aber alles andere quasi absäuft, was da wachsen möchte, was kein Torfmoos ist. Oder halt irgendwas, was dann spezialistenmäßig noch so ein bisschen zwischen dem Torfmoos einigermaßen zurechtkommt, wie eben die ganze Graslandschaft, die ihr hier seht. Ich habe schon so ein paar Theorien, was das für Arten jeweils sein könnten, aber ich traue es mich echt nicht zu sagen. Und das ist so leicht, über Wikipedia auch nicht nachzurecherchieren. Da müsste ich einmal mit dem Bestimmungsbuch her. Habe ich schon seit Jahren vor und komme einfach nicht dazu. Aber kommen wir zurück zu dem Punkt, was macht ein Moor mitten auf dem höchsten Berg weit und breit, wo man doch meinen könnte, das Wasser läuft in alle Richtungen wieder runter. Tut es auch, aber sehr langsam. Und meine Vermutung ist,
dass das mit dem Moor deswegen funktioniert, weil unter dem Torf bereits das Grundgestein ansteht. Sprich, ein Stauhorizont, dass das Wasser, das im Moor ist, nicht in den Boden versickern kann. Also normalerweise ist es ja so, dass das Moor schon kontinuierlich Wasser verliert, einfach nach unten, weil das Wasser dann in den Boden unter dem Torf versickert und im Grundwasser landet. Und das ist hier einfach gar nicht möglich, meine Theorie. Das hat mir jetzt so noch niemand bestätigt, aber ich kann es mir anders nicht erklären. Weil da halt direkt das Grundgestein eben ansteht und ein Versickern des Wassers gar nicht geht. Es kann also nur zur Seite hin quasi den Hang runterfließen, was es auch durchaus ein wenig tut. Aber da die Hornisgrinde ja auch noch diese Regenanomalie hat und diesen extrem hohen Niederschlag, erklärt sich das für mich so, dass es wohl wirklich so viel Niederschlag gibt, dass das Wasser auch abfließt, derartig ausgeglichen wird, dass also eine Dauererfeuchtung, Verfeuchtung, Befeuchtung, sucht euch was aus, vom Moor problemlos möglich ist. So, aber wie gesagt, das ist die Ben-Theorie. So ein bisschen was in die Richtung hatte ich, glaube ich, auch mal irgendwo gelesen. Aber ob das jetzt wirklich stimmt, das weiß der Geier. Oder ein Moorexperte, den ich auch dringend mal fragen muss. Kommt alles auf die To-Do-Liste. Ich habe nichts zum Schreiben dabei. Mist. Oh, ich habe ein Video gedreht, in dem ich das sage. Wie praktisch. So, ich baue mein Lager. Ja, was man potenziell hätte besser machen können, was ich vielleicht noch nachher mache, wenn ich Lust habe, ist vorne den Weg noch ein bisschen klein, tiefer legen, damit, wenn es regnet, das Wasser besser abfließt. Aber ich glaube eh nicht, dass es regnen wird. Das kann ich notfalls immer noch nachts machen. Das ist zwar immer scheiße, aber wer faul sein will, muss leiden. So, dann wünsche ich euch schönen Abend soweit. Ich melde mich wieder morgen früh. Und den Rest des Abends, der ist privat. Macht's gut. Der Moor.